Willkommen zurück, Leute, bei Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part haben wir die normale Arena gemacht und jetzt wollen wir uns unserem Vater stellen. Siehst du das nicht ein hübsches Bild? Vater und Tochter so friedlich nebeneinander. Hallo, Papi. Papi, 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 ich will dir meine super coolen, starken Pokémon zeigen. Los! Mina. Ja, Papi? Es macht mich so glücklich, dass meine eigene Tochter stark genug ist, um gegen mich zu kämpfen. Aber ein Kampf ist ein Kampf. Als Arenaleiter habe ich einen Ruf zu verteidigen. Ich werde alles tun, um dich zu besiegen. Dasselbe erwarte ich von dir, Mina. Ich werde keine Rücksicht nehmen, obwohl ich dein Vater bin. Okay, Papi. Papi, du machst mir ziemlich viel Angst. Aber du hast eine grüne Farbe, das gefällt mir gut. Was, du fängst gleich sogar mit Leta King an? Okay, kein Problem. Ich habe nämlich ein fettes Kariyama. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er Gähner einsetzt. Was? Er hat das überlebt? Oh nein! Als Leta King. Habe ich überhaupt sowas? Was macht denn die Maronbeere? Ah. Wäre eigentlich klug gewesen, ihm das vor dem Kampf zu geben, oder? Naja. Lass das! Ein Volltreffer! Nein, natürlich! Mundtier! Zeig doch mal, was du gegen Metan ausrichten kannst, Papi. Ich wechsle jetzt aus, weil ich nicht will, dass Hariyama einschläft. Das habe ich mir doch schlau ausgedacht, oder? Hm, was mache ich denn gegen dich? Was haben wir denn für eine Geheimpower? Zeig mal. Jo! Warum kannst du sowas? Papi! Ich bin super cool, oder? Was? Weckruf, was ist das? Dichte großen Schaden bei einem schlafenden Zielern, weckt es aber auch auf. Normale Stärke 70... 60. Paralysiert. Na, das hat aber nur 10. Ach so, das hat auch nur 10. Ja, dann vergiss das doch. Ja. Zeig mal, was du Neues gelernt hast, Maku Hipster. Ich liege hier im Bett mit meiner Wärmflasche und es ist wunderschön. Das einzige Traurige ist, dass mein Freund gerade gefahren ist. Weckruf! Setzt er jetzt noch einen Trank ein? Nee. Gut. Papi, ich hab dich besiegt. Bist du jetzt stolz auf mich, Papi, 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 Papi? Nein. Das ist doch nicht wahr. Ich bin stärker als du, Bitch. Oh, Papi, guck mal.
Mein Morabel wird zu einem, Sumpex. Genau. Mega gut. Yeah, Drupsi wurde zu einem Sumpex. Mega cool, oder? Papa? Ich fasse es nicht. Dein Sumpex ist wunderschön. Oh, warte, nein. Ach so, ja, ich habe gegen dich verloren. Oh, wow, du bist echt mega stark geworden, Süße. Also, hier, ich schenke dir den Orden. Danke, Daddy. Damit werde ich die Welt bereisen und noch stärker werden. Der Balance-Orden. Surfer? Aber ich glaube, ich habe noch gar keinen Surfer, oder? Was? Ich muss schon zugeben, als Arena-Leiter kann ich meinen Frust gerade nur schwer verbergen. Aber als dein Vater habe ich gemischte Gefühle. Einerseits bin ich natürlich stolz auf dich, aber andererseits bin ich auch total besorgt und traurig. Na gut, ja. Ich bringe dich noch schnell raus. Komm, gehen wir. Danke, aber den Weg hätte ich gerade noch allein gefunden, Papa. Heiko. Was für ein Zufall. Euch beide habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin ja nur auf Durchreise, weil ich daheim was vergessen habe. Du legst dich richtig ins Zeug, stimmt's, Heiko? Das sehe ich dir auch ohne zu kämpfen sofort an. Wirklich? Das bedeutet mir wirklich viel. Vielen Dank. Oh, Heiko ist schon viel, viel fröhlicher geworden. Merkt ihr das? Oh, guck mal, hier kann man sogar Azumarill finden. Und Krebskorb und Carpador und Goldini und Meryl. Wie ihr sehen könnt, ist Heiko wieder gesund und munter. Das haben wir allein dir und deinem Vater zu verdanken. Ihr beide wartet schließlich, die Heiko damals geholfen haben, sein erstes Pokémon zu fangen. Ohne ein Pokémon, das er seinen Freund nennen kann, wäre er heute wohl immer noch schwächlich und krank. Ich bin euch jetzt zu Dank verpflichtet. Weißt du was? Ich möchte dir den Surfer schenken. Danke. Übers Meer. Wenn ihr wissen wollt, wie stark ihr wirklich seid, schlage ich vor, dass du und Heiko hinter Route 118 das Meer durchquert. Dort im östlichen Teil Hoenns leben noch stärkere Pokémon und Trainer. Ja, aber... Papi! Na gut, Papa, ich mache mich auf den Weg. Ciao! Komm, Mina, dann wollen wir mal. Was, ich will bitte ins Pokémon Center gehen. Ja, ich passe auf mich auf. Ach so, meine Mama soll ich mal besuchen? Okay. Bis bald, gute Reise. Mach's gut. Ciao. Schon seltsam. Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich sehe, wie schnell mein Junge erwachsen wird. Einerseits bin ich natürlich stolz auf ihn. Und andererseits stimmt es mich auch etwas traurig. Na, was für ein Zufall. Ich habe vorhin genau das Gleiche gesagt. Was sie nicht sagen. Aber soll ich ihnen was verraten? Solange er nur weiter zu einem munteren Erwachsenen heranwächst, bin ich wunschlos glücklich. Ja, ich weiß genau, was sie meinen. Ah, zwei besagte Fatis, ich habe voll die Gänsehaut gerade. Wie süß. Norman sagte, wir sollen nach... Ah, 118 liegt also östlich von Malvenfroh. Mina, wo wir zwar schon mal hier sind, können wir auch gemeinsam nach Malvenfroh aufbrechen. Ja, wie? Danke, dass du mich nicht mal fragst. Brix fragt mich wenigstens. Hallo, Heiko. Boah, war ganz schön weit, oder? Also, ich bin schon total gespannt. Ich gehe schon mal vor. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, müssen wir kämpfen, okay? Versprochen. Ciao. Mann. Ja, bitte mach mein Pokémon-Team wieder topfit. Die Frage ist nämlich... Nee, ich glaube, ich will erst alles erforschen, wenn ich alle Landkarten habe, oder? Ja, bring mir Brüche bei. Klar, wie Glosbrühe bei meiner obercoolen Sprüchen tanzen Teenie-Herzen. Cha-cha-cha. Danke. Dankeschön. Nein, nein, nein,
Aber oh, Kraftmann. Gut, ich bring mal meinen Pokémon-Surf vorbei. Oh, und wir werden mal unser Team verändern. Hariyama kommt raus. Und Lala kommt mit. Cool. Wir haben jetzt ein Firnontor. Firnontor. So, Surfer, Surfer, Surfer. Brrr. Ach, Dropsy. Ja, was soll vergessen werden, Aquaknarre? Na, den Tackle. Ha. Ich würde eigentlich gerne, bevor wir jetzt da weitergehen... Oh. Aha. Würde ich eigentlich gerne hier nochmal ins Restaurant gehen und gucken, ob wir da jetzt am zweiten Schalter kämpfen können. Nee, das war gar nicht hier, richtig? Oh. Aber wo waren das dann? Ich dachte, volle Kanne, dass es da ist. Ist die Arena? Wow, wie kann man sich nur so toll... Ach so, wartet mal. Nee, bei dir konnte man sauteure Bänder kaufen. Du massierst mein Pokémon. Was war bei dir? Nee. Was war hier? Würdest du mal das Schild lesen? Nee, ich will nicht hoch. Ich will voll nicht hoch. Hier war das, ah. Aber wartet mal. Warst du das? Zeig mal. Ah, nee, brauchen wir nicht mehr. Nee. Ja. Okay, ciao. Warum ist hier eigentlich keiner? Hm. Na gut, wenn ich das jetzt wüsste. Aber ich glaube, an dem Schalter haben wir schon gekämpft. Oder? Nee. Okay, ciao. Es fällt mir so schwer, an all diesen Getränkeautomaten vorbeizufahren. Oh, hallo, my lady. Aroma Lady Rosemarie. Planas? Okay, machen wir alles mit Planas. Wann entwickelst du dich eigentlich? Nächstes Level? Fragezeichen. Und wann kriegst du eigentlich mal gute Attacken, mein Lieber? Planas, Planas, so kann das ja nicht weitergehen. Roselia. Nein,
nein, nein, so geht das doch nicht. Hä, haben wir echt immer noch nicht TM Fliegen? VM? Ach, da habe ich wohl verloren. Hier gibt es eine Geheimbasis. Wenn gerade kein Schiff da ist, kannst du das Meer auch mit deinem Pokémon überqueren, mit Surfer, yeah! Gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss!